Willkommen zum DAX-Check am Montag. Wir starten in die neue Handelswoche. Blicken auf den DAX mit Thomas Bergmann. Grüß Sie, morgen. 4,2% haben wir in der vergangenen Woche verloren beim deutschen Leitindex. Jetzt schauen wir mal, wie die neue Woche startet. Wir können es schon ein bisschen vorwegnehmen. Nicht Erholung sieht anders aus. Er verliert 0,7% im Moment. 10.709. Also jetzt ist die 10.700-Punkte-Marke mittlerweile im Fokus. Die Themen sind die altbekannten. In dieser Woche ist jetzt auch die Brexit-Entscheidung in Großbritannien. Morgen Abend, glaube ich, ne? Oder im Dienst? Ich glaube auch morgen. Jetzt kam auch vom Europäischen Gerichtshof das Urteil, dass nochmal, ich glaube, das war vorher schon so ein bisschen, dass man einseitig auf jeden Fall zurücktreten könnte vom Austritt. Aber ich denke, soweit wird es jetzt. Na gut, wer weiß, das ist alles möglich. Aber gut, das ist ein wichtiges Thema, natürlich weiter in der Handelsstreit und die EZB wird sich auch nochmal melden. Donnerstag sagt die EZB, was er als nächstes macht. Ist ja eigentlich alles schon bekannt. Die Fed dann die Woche drauf, das ist nochmal im Fokus, Handelsstreit sowieso. Also gibt genügend, was wir aufarbeiten können und das kurz vor Weihnachten. Ja, und die Stimmung ist beschissen. Und, ne, BASF-Gewinnwarnung. Ja, passt natürlich in das Bild, was wir da sehen. Neues Tief hier gemacht, neues Verkaufssignal. Können wir gleich auf den Dreijahresstart. Weil da sieht man keine Tiefs mehr. Ja, müssen wir schon sehr weit zurückgehen. Weit zurückgehen. Also hier, das war dieses Gap. Da sind wir auch jetzt drunter. Und jetzt, wie gesagt, untere Begrenzung dieser Seitwärtszone. Sag ich mal, ist eine weitere signifikante Haltestelle. Mhm. Und da sind wir schon bei 10.200 Zeller. Also nochmal 500. Und ja, dann muss man hier im Bereich 9,5. Und wenn das nicht hält, dann gehen wir zurück auf Los. Never. Und dann sperren wir die Börse zu. Ja, wir können auch nicht weiter zurückgehen. Wir haben nur 3-Jahres-Charts. Aber erstmal die 10,2 ist das, wo wir, das sind auch 500 Punkte, wo wir jetzt erstmal im Auge behalten. Allzeit-Tief? So weit wollen wir nicht gehen. Also gut, die 10,2 behalten wir im Auge. Passend dazu gibt es jetzt ja auch ein Short-Produkt, schon seit letzter Woche. Da werden wir die Details gleich nochmal eingeblendet sehen. Sind wir eingestoppt worden bei 10,70. Steht jetzt bei 14 Euro, also 30%, ein bisschen mehr. Stoppkurs? Hatte ich nachgezogen auf Einstand, aber da werden wir natürlich nachziehen. Also wir werden sicherlich nicht warten, bis wir wieder bei 10,70 stehen, eher im Bereich 13. Vielleicht wird auch mal aktiv verkauft, je nachdem, wie sich, ob der DAX jetzt weiter Momentum nach unten aufnimmt oder ob er mal kurz dann hier eine Verschnaufpause macht. Wir haben jetzt 4 Gaps in Folge aufgemacht. Mhm. 4 Gaps in Folge und das ist schon, ja, also da ist eine Gegenbewegung eigentlich mehr als überfällig. Aber ja, immerhin jetzt mal ein kleiner Erholungsversuch. Wie gesagt, wenn das kann sein, dass wir da mal aktiv verkaufen. Okay, dann schauen wir morgen wieder auf den DAX. Das war's für heute. Dankeschön. Sehr gerne. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.